Die Kunst der 20er Jahre ist unerschöpflich. Drei Beispiele. Hans Grundigs Porträt seiner geliebten Gerda Laube, ehrlich, ungeschönt, aber voller Empathie. Kurt Querners Selbstbildnis, klar, sachlich, präzise, dieser Mann wollte die Wahrheit wissen. Und Rudolf Schlichter, der berühmte Schnürstiefel-Fetischist, mit dem Porträt seiner Frau Speedy als Madonna. Ein Rollenspiel. Diese Blicke. Sieht so etwa eine Heilige aus? Auch psychologisch ist die Kunst zwischen den Weltkriegen voller Entdeckungen. Am 3. Dezember bei uns.